Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frastans Aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Beim neuen Bilderbuchkino in der Bibliothek ist Spaß und Unterhaltung für die Kleinsten angesagt. Wir waren bei der Premiere dabei und sind in das Reich der Fantasie eingetaucht. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Waren sehr betrübt, weil sie so aneinander hingen. Drei Dinge kannst du tun. Erstens, wenn du traurig bist, dann weine. Egal, was die anderen dazu sagen. Mit dem Weinen ist es nämlich wie bei einer dunklen, dicken Regenwolke. Wenn sie sich ausgeregnet hat, ist sie wieder leicht und weiß. Wir sind heute wieder mal in der Bibliothek, wo heute ein neues Format gestartet hat. Frastans hat ja schon ein Kino, aber hier gibt es ein besonderes Kino, nämlich das Bilderbuchkino ab sofort. Ja, Barbara, um was dreht sich denn da? Ja, hallo, zuerst einmal herzlich willkommen in der Bibliothek Frastans. Wie der Henning schon gesehen hat, haben wir heute das erste Mal unser neues Format gestartet, das sogenannte Bilderbuchkino. Es geht darum, dass wir ein Buch vorlesen, ein gut ausgewähltes Buch, und die Bilder dazu projizieren wir auf einer Leinwand. Und wir haben uns vorerst jetzt zum Ziel gesetzt, drei solche Kinos zum Anbieten. Eins findet dann noch im Januar statt und eins im April. Das ist für Kinder von 4 bis 7 Jahren in Begleitung von Eltern oder Erwachsenen. Ja, wir möchten Ihnen eine Freude machen, dass sie einmal Kino-Feeling in der Bibliothek hat. Unsere Bibliotheksmitarbeiterin, die Gudrun, die präsentiert das Kino, und da möchte ich jetzt gerne das Wort übergehen, damit sie erklärt, was da so genau läuft. Ja, Gudrun, erzähl doch mal bitte, was die Idee dahinter steckt oder wie es heute begonnen hat. Also die Idee dahinter ist, dass die Kinder einfach Freude an einem Text haben, den sie hören. Sie dürfen ja zuhören und sie dürfen dazu die Bilder sehen. Und das ist natürlich viel eindrücklicher, als wenn man nur die Stimme hört. So große Bilder dann dazu sehen wie im Kino, also ich glaube, es fördert die Liebe zu Texten, zu Wörtern und regt an, auch selber wieder an dieses oder auch andere Bilderbücher in die Hand zu nehmen. Und dazu ist ja eine Bibliothek da, dass man liest, Freude daran hat und diese Gewohnheit vielleicht auch beibehält, wenn man erwachsen wird. Ja. Das cineastische Erlebnis wird durch das Leseerlebnis ergänzt, und die Kinder waren angeregt zum Mitmachen und haben auch angeregt Fragen gestellt, oder? Ja, so zwischendurch sind Fragen gekommen, aber im Mittelpunkt ist schon das Bild und der Text gestanden. Also die Fragen, das Buch war dann relativ klar, weil es ging um die Traurigkeit und wie man Traurigkeit verarbeiten kann. Und es war auch klar, dass es hier um ein Gefühl geht. Und da sind sehr schön die Stufen beschrieben worden, wie man Traurigkeit verarbeiten kann. Und zwar nach der Theorie von der Verena Kast, einer Schweizer Psychotherapeutin, die auf dem Gebiet forscht und diese Stufen genau beschrieben hat. Und das ist in dem Bilderbuch genau nach diesen Stufen beschrieben worden. Ich glaube, dass das auch sehr hilfreich ist für Kinder, um zu lernen, wie man mit einem Gefühl, mit einem, würde man jetzt einmal
vorerst sagen mit einem negativen Gefühl, das sich auch wieder verändern kann und in ein positives umgewandelt werden kann. Und dazu gibt es Hilfe und das wurde in dem Buch sehr, sehr einfach, aber sehr nett und eindrücklich beschrieben. Die Kinder haben, glaube ich, verstanden. Ja, und nach dem Film gab es ja für die Kinder noch Gelegenheit, aktiv mitzumachen, sich künstlerisch zu betätigen, oder? Ja, wir haben so Folien vorbereitet, also so Papier in Papierform haben sie können sich einen Elefanten nehmen oder ein Herz oder eine Träne, eine Elefantenträne, weil es ja um einen kleinen Elefanten ging, der sehr traurig war und der viele Tränen geweint hat, weil sein bester Freund weggezogen ist. Und da haben sie können noch malen und das haben auch viele Kinder gerne in Anspruch genommen. Das lässt das Ganze so langsam ausklingen. Ja, Barbara, Bilderbuch, Kino, Lesen und Kino vereint heißt ja auch, dass die Bücher bei euch ausgeliehen werden können, oder? Ja, genau. Also wir haben eigentlich tausende von Kinderbüchern bei uns in der Bibliothek, von Pappbilderbüchern über Bilderbücher für die Kleinsten, über Erstlesebücher. Und dann geht es auf bis Ende Volksschule, aber natürlich auch noch weiter. Und wie ihr seht, hat man diesmal das Buch präsentiert, wie der kleine rosa Elefant einmal sehr traurig war und wie es ihm wieder gut geht. Kann man selbstverständlich bei uns auch ausleihen. Und wir möchten so eine kleine Werbung für die Bibliothek machen, dass die Kinder animiert werden zum Lesen, dass die Eltern animiert werden zum Vorlesen, ganz wichtig. Und bei den nächsten zwei Veranstaltungen, da lesen wir aus dem Buch Die Rabenrosa. Das findet dann im Januar statt, am 15. Und dann der Gryffelo, der findet diese Veranstaltung vom Bilderbuchkino, findet dann am 15. April statt. Und wir hoffen natürlich, dass sehr viele Kinder kommen. Es gibt natürlich auch Popcorn. Das war der Hit. Ja. Also wir sind bei der Produktion kaum nachgekommen. Die Popcornmaschine ist heiß gelaufen. Ab Sonntag, dem 10. Dezember, gelten landesweit neue Fahrpläne für Bus und Bahn. Mit dem Fahrplanwechsel gibt es auch in Frastanz erfreuliche Neuigkeiten. So wird mit der neuen Linie 485 der lang gehegte Wunsch einer Verbindung zwischen Frastanz und Göfis erfüllt. Außerdem fährt die Westbahn ab dem 10. Dezember einmal täglich nach Vorarlberg und hält auch in Frastanz. Das ermöglicht Direktverbindungen ab Frastanz in größere Städte wie Innsbruck, Salzburg, Linz oder Wien. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Mit dem französischen Spielfilm Meine schrecklich verwöhnte Familie präsentiert Kino vor Ort am Freitag, dem 15. Dezember, eine heitere Komödie im Museumskino. Zu den beiden Vorstellungen wird wie immer um 18 und 20 Uhr eingeladen. Die Krippenausstellung des Krippenbauvereins Fellngatter präsentiert auch heuer wieder die Geschicklichkeit und Hingabe der Krippenbauerinnen und Krippenbauer. Die Ausstellung findet am Samstag, dem 16. Dezember von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, dem 17. Dezember, von 9 bis 17 Uhr in der Museumswelt statt. Der Krippenbauverein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Jetzt wünschen wir Ihnen wieder gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz Aktuell. Der hell erleuchtete Weihnachtsbaum vor dem Landhaus in Bregenz stammt heuer aus Frastanz.
Die rund 13 Meter hohe Weißtanne stellt Altbürgermeister Eugen Gabriel zur Verfügung. Ende November wurde der Baum feierlich illuminiert. Drei Schwestern TV war schon beim Abtransport und auch danach in Bregenz mit dabei. Gabriel, schön, dass ich dich wieder einmal interviewen darf. Ich bin heute bei dir, habe jetzt fast der Feders. Aus welchem Anlass denn? Wir haben da eine schöne Tanne und aus irgendwelchen Anlässen braucht man ja im Land, in der Gemeinde oder im Bund eine Tanne, um in der Adventszeit einen gehörigen Baum zu haben. Also ein Christbaum. Da hat man sagen, heute sieht man immer gern Weihnachtsbaum. Für mich ist es ein Christbaum. Heute ein bisschen grösserer. In die Stube geht er gerade nicht mehr passen. Nein, das passt da definitiv nicht mehr. Eine wunderschöne Tanne, die da angrenzend an die Haus steht. Was passiert denn mit dieser Tanne heute? Ja, sie wird jetzt gefällt. Das heißt also, die Vorbereitungen für die nächstwöchige Illumination am 29. November, 17 Uhr, im Landhaus in Bregenz starten jetzt. Die Vorbereitungen sind gerade im Gang schon. Und wir sagen dann, was denn da tatsächlich passiert mit der Tanne, die etwa, schätze tief 13 Meter hoch ist, einen Durchmesser von 40 cm hat. Also ich glaube, es ist ein schönes Geschenk. Eigentlich zu dem Baum gibt es ja auch eine Geschichte, oder? Bezüglich Alter und Herkunft, da kannst du ja noch etwas erzählen. Ja, eines Tages, es dürfte Mitte der 90er Jahre sein, hat die Andrea, meine Tochter, als Kind von der Pfarre ein Christbäumchen mitgebracht, also eigentlich eine Pflanze, ein kleines Dänele. Und dieses Dänele hat man dann da gesetzt und siehe da, das ist Musper gewachsen.
seit 2001 schon ist es so, dass wir die Freude haben, einen Christbaum, einen Weihnachtsbaum auf den Landhausvorplatz zu bekommen, der immer jedes Jahr aus einer anderen Talschaft oder einer anderen Gemeinde kommt. Heuer ganz besondere Freude für mich natürlich, dass ein Baum aus Frastanz dabei ist, noch dazu aus der Parzelle, wo ich selber wohnhaft bin. Ich bin da oben im 6. Stock, wer es nicht weiß, das heißt, ich sehe eigentlich vom Schreibtisch aus, wenn ich ein bisschen aufstand auf die Zehenspitzen, sehe ich eigentlich immer wieder da aber. Das heißt, ich habe immer einen Blick auf die Heimat, was ja in Bregenz nicht schaden kann. Dass so viele mit angereist sind, freut mich besonders. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Situation gab, wir müssen in den Geschichtsbüchern blättern, wo so viele Frastanzerinnen und Frastanzer gleichzeitig am Landhausvorplatz gestanden sind und das noch friedlich. Normalerweise haben wir da Klimakleber, Corona-Gegner, solche, die sich ankleben, neuerdings einbetonieren, alles Mögliche passiert. Aber ruhige Frastanzerinnen und Frastanzer, die einen Weihnachtsbaum bringen, ist natürlich in dieser Zeit eine besonders schöne Überraschung. Ich darf euch alle miteinander daher besonders herzlich begrüßen natürlich. Wir haben eine sehr stattliche 13 Meter hohe Weißtanne. Den Frastanzer, muss ich sagen, die überlegen natürlich, woher kommt denn der Baum eigentlich genau. Er kommt aus dem Garten des Altbürgermeisters, der Eugen Gabriel, der ist mit Familie unter uns. Das heißt, der Baum hat eine relativ lange Reise schon hinter sich und hat auch eine Geschichte, weil seine Tochter, die Andrea, die ist auch dabei, die hat diese Weißtanne sozusagen in Frastanz, in Frasterfeders, am Grundstück von Eugen Gabriel großgezogen. Seine Tochter hat Mitte der 90er Jahre in einer Jungscha-Aktion eine kleine Pflanze mitgebracht, die mittlerweile über die Jahre hinweg zu diesem stattlichen Baum angewachsen ist. Andrea, vielen Dank, du bist die Hebamme dieser Weißtanne. Besonders herzlich willkommen natürlich, dass du dich von deinem Kind lösen konntest und diese Tanne hier bei uns aufstellst, muss ich sagen, ist eine ganz besondere Freude natürlich. Die Frastanzer haben gesehen, naja, der Eugen wollte den Baum loswerden, damit er endlich runter sieht auf die Gemeinde, hat einen besseren Blick. Wir werden es nie ganz genau erfahren, aber jedenfalls, als der Baum dann gefällt wurde, hat man ihm schon angesehen, es schmerzt ihn schon sehr, dass diese wunderschöne Weißtanne jetzt den Weg nach Bregenz findet. Also der Abschied war kein leichter. Wer es mitverfolgen wollte auf der Facebook-Seite, hat es gesehen, einen fast tränenreichen Altbürgermeister, der zuerst froh war, dass der Baum weg ist und dann bitterlich geweint hat fast, dass er die Weißtanne nach Bregenz schicken musste. Das Einzige, was ihn getröstet hat, sie ist bei einem Frastanzer. Und wie gesagt, ja, stimmt, ich sehe jeden Tag zu dieser Tanne. Also Eugen, noch einmal vielen Dank dafür natürlich. Einen besonderen Dank, das muss man immer anbringen, so eine Aktion ist ja gar nicht so leicht. Wir haben ein bisschen Erfahrung schon, die Frastanzer auch, weil wir schon nach Wien auch gefahren sind mit einem Baum, einmal auf den Stephansplatz, hätte ich bald gesehen, auf den Rathausvorplatz. Also wir haben schon ordentliche Aktionen hinter uns. Ich möchte hier den Bauhof natürlich mit dem Christian Gamon an der Spitze herzlich danken dafür und auch Konzerttransporte. Sowas muss auch fachmännisch richtig gemacht werden. Ich danke dem Thomas Bertschow natürlich auch der besonderen Unterstützung des Waldaufsehers, der Matthias Fussenecker, der kennt sie aus, der weiß, wie man mit Bäumen und Wald umgehen muss. Weihnachten ist immer eine besondere Zeit natürlich in diesen Zeiten. Überlegt man sich, wo sind wir im Moment gerade, was passiert auf der ganzen Welt? Finden wir überhaupt ein paar Minuten der Besinnung in dieser eher hektischen Zeit, unruhigen Zeit, wo uns da und dort die Orientierung fehlt, wo man nicht genau weiß, was passiert eigentlich im kommenden Jahr? Aber natürlich ein bisschen Weihnachtsstimmung, die Erinnerungen an den Baum, wenn er nachher illuminiert ist, wird uns zeigen, wir sind auch in einer Situation, dass es uns gut tut, ein paar Minuten innezuhalten, ein bisschen nachzudenken, vielleicht auch da und dort dafür einzutreten, dass Frieden in dieser Welt eintreten kann. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, lieber Markus, liebe Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung, Herrn Körte, sind nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung eingeladen, aber ein ganz besonderer Gruß natürlich den vielen mitgereisten Frastanzerinnen und Frastanzer. Hört man die auch irgendwo, Fraschner und Frastanzerinnen? Ja, das ist
glaube, ein starkes Zeichen, wenn man Fraschner ruft, dann kann sie. Das ist gut. Es sind auch schon viele Fraschtanzer, du hast das vorher schon erwähnt, damals dabei gewesen, wo wir im Jahr 2017 vor dem Wiener Rathaus mit einer Weihnachtstanne aus Fraschtanz das Rathaus schmücken haben können. Umso mehr freut es mich, dass wir heute offiziell die Weihnachtstanne da übergehen dürfen, dem Landhaus, vor dem Landhaus, die das Landhaus auch erhellen soll. Vielleicht noch ergänzend zu deinen Ausführungen. Wir haben das natürlich ganz gut beobachtet und wir haben natürlich einen Haufen Leute dabei gehabt, wo wir da am 22.11. die Tanne fällen haben können. Sie hat 40 cm im Durchmesser, ist rund 28 Jahre alt und wie du bereits ausgeführt hast, die jetzige Gemeinderätin, die Andrea Linz-Gabriel mit Hilda und tatkräftigster Unterstützung für unseren Altbürgermeister, mittlerweile Edelpensionisten, der steht da ganz versteckt in der zweiten Reihe hinter, auch liebevoll gepflegt worden ist und dort auch einen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ebenfalls bedanken möchte ich mich auch bei der Familie Gabriel, speziell auch bei der Hilda. Die Hilda ist im Sommer auf mich zugekommen und hat sie gesagt, du, wir hätten eine ganz tolle Tanne bei uns im Garten stehen. Hast du eine Verwendung dafür? Dass das natürlich so ein großer, stattlicher Baum ist mit so einem dicken Stamm, habe ich zu einem Zeitpunkt nicht gewusst. Und da haben wir schauen müssen, was finden wir da für einen guten, geeigneten Platz, wo wir den aufstellen können. Darf mich dort auch an dieser Stelle beim Bernhard Kiener vom Veranstaltungsmanagement bedanken. Wir haben den Baum vor Ort begutachtet, wir haben ihn länger begutachtet und ich glaube, das Tolle daran ist schon, es ist ein Baum aus Frasterfeders, aus der Parzelle Frasterfeders und wenn man weiß, dass der Landeshauptmann ebenfalls in der Parzelle Frasterfeders wohnt bzw. beheimatet ist, dann glaube ich, ist das eine ganz tolle Geschichte, die dort damit verbunden ist. Was wir auch noch angeschaut haben, ist, zu welchem Mondzeichen ist denn dieser Baum überhaupt geschlagen worden? Der 22.11. ist zunehmender Mond gewesen. Und wenn man nachliest, dann heißt es vom zunehmenden Mond, dass er zuführt und aufbaut und dabei hilft, Kräfte zu sammeln und zu speichern. Nährstoffe, Mineralien und Vitamine sollen in dieser Zeit besonders gut aufgenommen werden und ganz besonders die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit soll bei Bäumen, die bei zunehmendem Mond geschlagen werden, auch gesteigert werden. Somit denke ich, dass die heurige Weihnachtstanne in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr gut vor das Landhaus in Bregenz passt. Ja, lieber Walter, lieber Bürgermeister, auch von mir aus noch einmal ein Dank für eure Anreise und die Mühe, die man da kann. Und jetzt kommt, glaube ich, der Augenblick, auf den wir uns alle sehr freuen. Jetzt sollten wir den entscheidenden Knopf noch finden. Schau, ob er schnell den Knopf drücken kann. Na, da ist ein großes Chris. Naja, es ist schon passiert. Vielen Dank, gell, euch. Habt ihr gut gemacht. Schau, um, jetzt brennt alles schön. Genießen Sie alle miteinander noch einen wunderschönen Ausklang. Die Kapelle Maria Ebene in Fellngatter erstrahlt seit kurzem wieder in neuem Glanz. Wir haben den Obmann des Kapellenteams vor Ort getroffen und mit ihm über die Renovierung gesprochen.
Ich stand in der Kapelle Mariebne und bei mir ist der Obmann vom Kapellenteam, der Helmut Gassner. Helmut, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst für ein Interview in der neu renovierten Kapelle Mariebne. Warum ist denn diese Renovierung eigentlich nötig gewesen? Ja, die Farbe an der Wand, die hat sich abgelöst. Es sind richtige Blättle runtergefallen. Und wenn man die Wand draufgehäuscht, hat man eine weiße Jacke gehabt. Ja, es hat da nochmal schön ausgeschaut. Und wir vom Kapellenteam haben über das einmal geschwätzt, wie das wäre. Wir sollten das einmal in Angriff nehmen. Und dann sind wir letztes Jahr einmal zusammengesessen und haben gesehen, wir könnten es in der Sommerpause, wenn die Kapelle geschlossen ist, das starten und realisieren. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Wunsch wäre für uns, dass wir eine bessere Sitzqualität hätten. Das heißt, die Sitzfläche von der Bank verbreitern, neu ausmalen, dass das wieder ein Bild macht. Und wir sind uns dann einig geworden und haben gesehen, der Start ist gleich nach dem Patrozinium im Sommer und dann nehmen wir das in Angriff. Und das in Angriff nehmen, da habe ich einmal da sein dürfen und habe noch gesehen, was da alles bewegt worden ist. Es ist ja dann ein bisschen mehr Führer gekommen, wie man eigentlich ursprünglich angenommen hat, oder? Ja, richtig. Wir haben leider feststellen müssen, dass der ganze Unterbau, sprich die ganze Unterkonstruktion von den Bodenbrettle, war komplett verfault. Also das war Kompost. Wir haben an die 8 Tonnen an Erdreich haben wir müssen abträgen, damit die neue Balkenauflage an der Luft ist. Und das war, ja, war eine kleine Herausforderung, weil einmal brauchen wir das Holz dazu. Das ist das eine. Das zweite muss das Holz auch seine Trockenheit haben. Und was ganz groß Wert gelegt worden ist, der Boden muss am richtigen Mo wieder reintun werden. Das heißt, wir haben einen fixen Zeitplan gehabt. Wir haben das müssen bis dahin schaffen. Und von dem haben wir natürlich auch eine Firma dazu gebraucht. Wir haben nicht alles selber machen können. Und so haben wir von den Firmen gehabt, die das machen dürfen. Weil es darf nicht einmal jede Firma das machen, weil es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und da gibt es genau Vorschriften, welche Firma dass man da von dem nie können. Es ist ja so, also man hat alle Bänke ausgetan, man hat den Boden unter der Bank ausgetan, man hat die Unterkonstruktion neu gemacht, hast du mir erzählt. Und es sind aber größtenteils auch wieder die gleichen Bodenbretter hin. Und die Bank, auch wenn sie nicht mehr auslagen wie vorher, die hat man ja auch speziell behandelt, oder? Ja, genau. Also wenn wir sagen, Bodenbretter, die haben wir alle ausgebaut. Und dann hat man die alten Brettle, die löchlig sind, hat man die zugemacht, hat sie wieder eingebaut. Und es sind größtenteils sind alles die alten Brettle, was wir da hinten sehen. Die Bank hat man renoviert in dem Sinn, dass man sie geflickt hat. Danach hat man die Bank, haben wir uns überlegt, haben wir sie wieder ölen, weil sie sie lackiert. Das hat auch nicht, das sind so Lackabplatzungen gewesen. Das hat auch nicht so schön ausgeschaut. Dann sind wir dann so verblieben, dass wir sagen, okay, wir logen sie einmal ab, wenn das überhaupt möglich ist. Und dann sage ich, was gibt es für Möglichkeiten? Und ich bin dann auch noch in andere Kapelle, habe das dort angeschaut. Man hat einen Tipp gekriegt in Alberschwende oder bei der Kapuziner Zwergkirche. Da sind die Bänke geseifnet. Und das hat uns eigentlich dann so gefallen. Dann sagen wir, okay, das wäre doch das, was wir gerne hätten. Und das ist dann realisiert worden. Und die Bänke sind jetzt da in der Kapelle. Geseifnet, Natur belassen. Ja, jetzt ist der Umbau oder beziehungsweise die Sanierung, muss ich sagen, abgeschlossen. Kapelle erstrahlt in neuem Glanz. Das Kapellenteam ist ja der Husse sehr aktiv, das heißt Gottesdienst und so weiter, aber die Kapelle wird einfach auch viel genutzt, oder? Ja, wir haben zweimal im Monat einen Gottesdienst, das heißt am 2. und am 4. Sonntag im Monat. Außer wenn Sommerferien sind, da ist die Kapelle wohl offen, aber es findet keine Messe statt. Ihr habt als Kapellenteam wieder Unheimliches geleistet. Wie viele ehrenamtliche Stunden sind denn da Arbeitseinsatz eurerseits nötig gewesen? Ja, wenn wir so rückblickend, wir können sagen, wir haben an die 600 Stunden haben wir selber investieren können oder haben investiert. Das hat uns Spaß gemacht, wenn man das Ergebnis erzielt, ja, es ist ein tolles Werk geworden. Ja, also da kann man am Kapellenteam nur
Danke sagen, dass dieses Kapelle der Hus, dass diese Kapelle einfach so schön in Schuss gehalten wird und auch in Zukunft ihr dafür sorgen, dass dahin Leben ist. Herzlichen Dank und ich würde den Leuten empfehlen, die noch nicht da waren, nach der Sanierung, kommen mal vorbei. Es rentiert sich. Ja, danke Matthias. Es ist sicher, würde uns freuen, wenn man uns da besucht. Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!